Hallo an alle Zuschauer, die auch heute wieder eingeschaltet haben zu GTA Vice City in der Definitive Edition auf der Xbox Series X. Wir sind hier gerade am Flughafen. Beim letzten Mal haben wir die Bootswerft gefinisht. War kein großes Ding. Und jetzt sind wir hier am Flughafen, haben eine kleine Topfan-Mission gemacht, die sehr lange gedauert hat. Und haben dabei schon ein paar Pakete gesehen. Und die will ich mir heute gönnen. Zum Beispiel dieses wunderschöne Stück hier. Da haben wir doch schon wunderschön 66 von 100. Jetzt ist die Frage, da drüben gab es auch eins. Ich glaube, da musst du ein bisschen mit Fingerspitzengefühl ran. Das sieht nämlich so aus, als müsstest du da rüber jumpen, damit du rankommst. Das probieren wir einfach mal. Und... Na, das nenne ich mal Fingerspitzengefühl. Gekonnt erledigt, wie ein echter Lord. Gib mir das. Ja, wir haben hier nämlich so ein bisschen am Flugfeld Spaß gehabt. Und es gibt hier verteilt viele Pakete, die wir uns nach und nach holen können. Es gibt wahrscheinlich auch ein paar, die nicht so leicht zu finden sind, aber... Ein paar möchte ich mitnehmen. Es sind ja nicht alle so völlig unerreichbar, sage ich mal. Hoffe ich zumindest. Nein, 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 nicht überschlagen, nicht über... Ich habe mein einziges Fahrzeug, das ich hier am Flughafen habe, ruiniert. Rot kann schimmeln, was kann ich? Hier oben ist, glaube ich, ein Paket gewesen, habe ich gerade gesehen. Ja, geil, hier ist ein Paket und ich komme wieder nicht ran, weil ich habe kein Auto. Ich fühle mich so schlecht. Da vorne fährt was, guck mal. Hier fahren kleine Kofferwagen rum. Da vorne steht auch einer, den will ich haben. Da fährt auch einer, aber ich denke, den, der da steht, den kriege ich eher. Wie komme ich denn an das Paket da ran? Wahrscheinlich ohne Hilfsmittel nicht so gut, oder? Ich muss ja irgendwie da oben rauf. Das ist nicht so leicht zu machen, denke ich. Oh, ich habe ein viel, viel besseres Fahrzeug für so eine Nummer gefunden. Guckt mal, was der Peter uns aufgetrieben hat. Einen richtig geilen Autotransportwagen. Der lädt schon so richtig ein zum Andocken und dann abholen. Da gucke ich mal, dass ich hier direkt hier vorne ansetze. Vielleicht hier so. Und da sollte ich doch theoretisch hochkommen. Guck mal, ob ich mich da hochbekomme. Aha! Gutes Gerät, gutes Gerät. Es ist meins, such dir ein eigenes Paket, mein Freund. So, 68 von 100. Noch zwei und wir kriegen wieder was freigeschaltet. Oh, das ist aber auch schön. So, die Sonne geht gerade unter, ganz idyllisch und malerisch. Und wir müssen jetzt mal schauen. Laut meiner Liste sind da drüben, hier so in der Gegend, noch viele, viele, viele Pakete. Weiß aber nicht, wo genau. Da haben wir zum Beispiel eins unterm Flugzeug und auf dem Flugzeug direkt das nächste. Oh, cool. Also Doppelpaket. Ja, du musst halt noch rankommen, ne? Wie mache ich denn das? Gibt's da eine Anleitung? Hier lang bestimmt. Meins. 69 von 100. Und das 70. ist oben drauf. Ne, ich hätte ruhig noch einen Meter vorfahren können, aber ich habe zu spät gesehen, dass hier oben ein Paket ist. Ist nicht mein Problem, ist nicht mein Fehler. Ihr seid schuld an allem. Boah, da sind mir die Türen glatt abgeflogen. Ah, das Fahrzeug hier ist Gold wert. Oh, ob ich das schaffe? Ja, na perfekt. Was willst du mehr? So, der Raketenwerfer wurde angeliefert. Wir haben jetzt an unseren Hauptverstecken den wunderschönen Raketenwerfer, um damit Unruhe zu stiften. Kannst du auch gebrauchen. So, jetzt fliegen wir zu der Halle darüber. Da hatten wir auch was gesehen unter einem Flugzeug. Wahrscheinlich das, was da gerade steht. Da können wir uns direkt das nächste Paket abholen. Kriegen wir ganz schön was rein und auch ganz schön schnell, ne? Das ist richtig? Ja, das ist richtig. Die Pakete tauchen immer ein bisschen später auf, als man es gewöhnt ist. So, 71 von 100. Und jetzt fahren wir noch schnell hier rein. Docken irgendwo an, das haben wir garantiert gewollt. Hier soll nämlich auch noch eins sein. Dachte ich zumindest. Ja, 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 ja. Oh. Häng hier schon wieder halb im Meer gefühlt. So, 72 von 100 Paketen. Jetzt könnten wir, wenn wir schon mal hier sind, wir gehen mal den Flughafen allgemein besuchen. Im Flughafen ist nämlich auch noch was los. Da haben wir auch noch Pakete. Ich weiß nicht, ob die alle im Flughafen sind, aber zwei auf jeden Fall. An zwei erinnere ich mich. Kann sein, dass wir an eins gar nicht rankommen. Ja, eins sehe ich gerade, da kommen wir gar nicht ran. Das ist nämlich auf dem Dach oben. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm, wenn wir hier mal eins liegen lassen. Meine Fresse. Das können wir uns mal irgendwann holen, wenn wir mal gerade einen Helikopter haben. Da machen wir mal einen kleinen Abstecher.
Aber ein Paket hatten wir ja hier drinnen rum existieren sehen. Und es gibt auch drinnen noch ein zweites Paket, wo wir rankommen. Bin ich mir sicher. Geparkt like a lord. Oh, hier klingelt's. Da drinnen ist ein Fernsprecher. Ach, wieder so eine Auftragskiller-Mission. Waffen müssen draußen bleiben, die darf ich hier drinnen nicht benutzen. Schade eigentlich. Erste war, glaube ich, hier. Guck mal. Das ist meins. Und jetzt müssten wir mal nach oben. Zum Gateway, was weiß ich was. Da haben wir nämlich auch noch ein Paket. Und wenn wir das haben, sind wir auch eigentlich erstmal wieder fertig am Flughafen. Könnt ihr euch nicht beschweren. Wir haben viele Pakete in relativ kurzer Zeit gesammelt. War eine schöne Nummer. Wo haben wir es denn hier drüben? Hier, 74 Pakete haben wir jetzt. Haben wir gut losgelegt. Sind es noch 26, die uns fehlen? Zur absoluten Glückseligkeit. Ganz schön dunkel hier. Könnt ihr mal ein paar Lampen installieren oder was? War wieder zu viel verlangt. Okay, wenn wir schon mal hier sind, mal gucken, was der Telefonmensch von mir möchte. Wen soll ich denn heute umnieten und warum? Ich hab einen tollen Fluchtwagen, by the way. Trouble am Check-in. Time to fry bigger fish, Mr. Teal. There's a rifle in the foliage to your right. Watch the woman standing on the balcony above the check-in desk. She will walk through the crowd and ask someone the time. You must kill that person. Retrieve the case and take it to the location taped under the phone. Oh, das ist diesmal aber wirklich ein besonderer Auftrag. Mir wurde ein Scharfschützengewehr hinterlegt. Danke. Behaltet die Frau auf der Empore im Auge. Sie wird die Rolltreppe hinuntergehen und die Zielperson nach der Uhrzeit fragen. Schalte die Zielperson aus, nachdem die Frau mit ihr gesprochen hat, aber erledige nicht die Frau. Wenn die Zielperson ausgeschaltet ist, nimm ihren Aktenkoffer und bring ihn zum Ammunition. Halte Abstand von der Zielperson. Die Distanzanzeige rechts oben am Bildschirm zeigt an, wie nahe du an der Zielperson bist. Wenn sich der Anzeigenbalken zur Gänze füllt, sieht dich die Zielperson. Und dann ist vorbei, sagst du? Also gucke ich mal, wie weit ich ran darf, bevor die Distanz da oben rumschreit. Sieht doch aber bisher ganz gut aus. Oh, jetzt füllt sie sich langsam. Aber ein ganzes Stück können wir noch ran, guck mal. So näher sollte ich aber nicht rangehen. Ich glaube, ich sehe die Zielperson auch schon. Die geht auch so schnurstracks drauf zu. Das wird nämlich die da sein. Hab ihn! Der hatte leider Gottes Geleitschutz. So, das ist der Aktenkoffer. Ich habe 2 Sterne am Kopf. Shit! Das Scharfschützengewehr kannst du behalten. Uff. Das kann nicht wahr sein. Dieser Vogel hat mich umgeföhnt. Ich will meine Sachen wieder mitnehmen. Geht alle weg. Niemand liebt euch. Bruder, aussteigen. Ich brauche noch eine Fluchtkarre. Bitte halten Sie den Auto an. Halt sofort der Auto an. Das kann nicht wahr sein. Hä, du kriegst keinen Fluchtwagen am Flughafen. Nicht mal eine Taxe. Raus jetzt. Okay, Ammunition ruft nach mir. Ich höre es bis hierher schreien. Ich rutsche auch gerne so ein bisschen rum. Wollen wir eine Abkürzung nehmen? Ich kenne hier eine gute Abkürzung. Für 2,50 gehört sie dir. Warte, darf ich mal ganz kurz auf die Karte schauen? Ich erinnere mich nämlich, glaube ich, ganz grob. Ja. Wir können hier direkt nochmal ganz kurz einen Anhalter machen. Dachte ich zumindest. Kann auch sein, ich bin blinder Blindfisch. Hab ein bisschen Angst. Kann auch sein, ich bin hier an der falschen Ecke gerade. Ich glaube, ich bin an der falschen Ecke. Ich glaube, wir müssen eine Ecke weiter. Kann das sein? Nee, sieht nicht so aus. Weil hier müsste eigentlich noch ein Paket liegen. Ich meine auch, das wäre hier vorne normal gewesen. Hier so bei den dicken, fetten Schilden. Hätte ich gedacht. Wo bin ich denn laut Karte? Bin ich denn überhaupt richtig?
Nee, du, das ist schon da oben. Habe ich mich doch vertan. Das ist doch da oben irgendwo. Da müssen zwei böse, böse Schilder sein. Und da hängt ein Paket dazwischen. Das möchte ich mir gönnen. Das war gewollt. Nicht so wie ich. Wer hat gesagt, ich bin nicht gewollt? Meine Mutti hat mich wohl gewollt. Ihr seid alle so gemein zu mir. Ja. Und jetzt alle. Frikadelle mit Ketchup ist was Feines. Na, da haben wir es doch. Boah, die fahren wieder wie ich. Man hört es. So 75 von 100 Paketen. Jetzt sind es nur noch 25. Cool, wa? Okay. Zurück zu unserer eigentlichen Aufgabe. Die Polizei ist damit beschäftigt, sich selber in die Luft zu jagen. Das ist gut für uns. Da haben wir nämlich unsere Ruhe. Ich weiß noch gar nicht, wo ich jetzt am besten langfahre, um das Ganze zu regeln. Bitte nicht ins Wasser fahren. Wir fahren hier rum. Und hier längs. Das ist das Ammunition hinten in Downtown, war. Da können wir eigentlich wieder unsere geheime Abkürzung nehmen. Entschuldigung! Da haben wir nämlich weniger Ärger mit. Wir nehmen unsere Abkürzung wieder, da kommen wir gut durchgerutscht. Und haben vorübergehend kein Problem mit der Polizei. Aua. Oh, shit. Ja, das war mal ein Fluchtwagen. Gut, dass ich Sprinten gelevelt habe, war. Parkplatz ohne Autos, dass es sowas gibt in so einer Stadt. Ja, wir sind jetzt zu Fuß unterwegs. Das ist wunderschön. Man merkt sofort, ein Traum wird wahr. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Und ich weiß auch nicht, ob ich hier wieder rauskomme. Normal nicht. Ja, super. Guten Tag. Ich habe mich nur in der Adresse geirrt. Oh, ich brauche so dringend einen Fluchtwagen. Die schießen hier auch alle schon wieder auf mich. Ich habe was Besseres als einen Fluchtwagen. Ich habe ein Fluchtmotorrad. Verschwinde. Ah, Motorrad zum Fluchten ist nicht gut. Erst recht nicht, wenn die auf Knuddelkurs sind, aber wir sind fast im Ammunition. Los geht's. Lasst mich bloß alle in Frieden. Mein Gott, Fritz Gerald. Bitteschön, ich bin da. Mission erfüllt, 8000 Ocken. Und was kann ich denn bei dir Schönes kaufen? Bei dir kann ich den Revolver kaufen, den 357er. Guck mal. Da kaufe ich mir direkt mal ein bisschen was. Was, 2000? Ich will mein Geld zurück. Die Spass 12, die klingt cool, die nehme ich. Hier könnten wir Munition kaufen, hier auch. Ich kaufe mir mal eine Weste, habe ich gerade keine mehr. Rest ist Rille. So, haben wir gut gemacht. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin ja jetzt hier völlig am Po dieser Welt am rumexistieren. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, oh, das habe ich nie gewollt. Oh, das habe ich nie gewollt. Da gucke ich mal schnell auf die Karte. Wir sind auf der Straße hier unten. Wir sind auf dieser Straße. Das passt eigentlich ganz gut. Weil, wenn wir hier die Straße langfahren nämlich, ist ein Krankenhaus. Wir haben hier auch Missionen, aber vor allem in erster Linie ist hier erstmal ein Krankenhaus. Und wenn wir da nämlich mal unten drunter gucken, finden wir in der Nunana ein Paket von hier und da. Paket 76 von 100 Millionen. Gut, okay, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen hochgegriffen, das Ganze. Aber was soll's? Wenn wir schon mal hier sind, gucken wir mal, was hier los ist. Das ist unser Freund hier aus dem Malibu-Club, der mit den Musikern irgendwas zu tun hat. Was geht denn hier ab? Love Juice. Yes! Brilliant, bloody brilliant! Hey, Tommy! Glad you could make it. Hey, you ever met Lovefist before? No, I haven't, but I've always loved your music. Let me introduce you to the band. This is Percy, Dick, and Willie's in the Kazi, and that was Jez in the booth earlier. And guys, I want you to meet a good friend of mine. This is Tommy. We go way back. Hey, pal. And, what was your name again? Leave it out, Jez, you remember. Lovefist. Don't be playing them games with me, mate. I'm too crafty for that, sunshine. English prick. Good one in America. Look, the thing is, Tom, mental. The boys need some help. They ain't too connected here. They don't have the old ass. We need some drugs, pal. Gotta get on the old Lovefist Fury, you know? Yeah. Well, this is Vice City, man. What's the problem? Love juice, man. We need love juice, man, Dan. Love juice? Aye. Two parts boomshine, one part trumpet, five fizz bombs, and a liter of petrol.
Can you help us out, pal? Oh, it would really mean a lot you to the boys. You can do that for the boys, right? Ich hab nicht ganz verstanden, was ich holen soll, aber besorgt die Zutaten, krieg ich hin. Geh ich halt mal einkaufen. So weit ist es schon gekommen, jetzt werde ich zum Einkaufen abgestellt. Der große Mr. Rossetti, weißt du? Was tut man nicht alles? Künstler. So. Drücke auf die Hupe. Mach ich. Looking for something special? I got what you need. Thanks for the money, sucker. Hey! Der will mich über den Tisch ziehen. Weißt du eigentlich, wer ich bin? Hast du eigentlich eine leise Ahnung, wer ich bin? Gut, dass ich das Motorrad habe, ne? Der hat auch so ein Ding. Die Frage ist, kann der damit fahren? Wie es aussieht, nicht. Der hat gerade jemanden umgebracht. Und ich bin doch mal drüber gefahren, um sicher zu gehen, dass es nicht mehr lebt. Das war der Gnadenstoß. Yo, Wilfried! So. Nächstes Mal kriegst du meinen Revolver zu spüren, du hast... Oh, da liegt was Süßes. Ich mag Geld. Ja, bitte? Hey, Mike, the guys could do with some company, if you know what I mean. I know just the girl. Hol Mercedes in ihrer Wohnung ab. Der Colonel hat mir eigentlich gesagt, ich soll ein Auge auf seine Tochter werfen, nicht ich soll seine Tochter mitnehmen, damit die mit irgendwelchen drogensüchtigen Rockern abhängt. Aber egal, was soll's, der ist ja nicht hier. Was der Colonel nicht weiß, das macht ihn auch nicht heiß. Also holen wir Mercedes ab. Die Jungs werden es mir danken. Und Mercedes, die wirkt auf mich eh wie jemand, der gerne ein bisschen Spaß hat, wenn er versteht, was ich meine. Oh, das war mal das stylischste Abbiegen, was ich jemals gesehen habe. Ich finde die Brücke hier immer sehr lustig. Irgendwie mag keiner diese Brücke. Die fährt nie einer. Mir früher schon immer aufgefallen. Keiner mag diese Brücke. Wahrscheinlich denken die sich alle, dahinter ist der Golfplatz. Elitäre Schnitzel! Und die fahren dabei genauso Motorrad wie ich, wenn die das denken. So, aber ich bin drauf sitzen geblieben, ja. Also ich will nichts hören. Mercedes! Und du hast aber ein schönes Harris, hör mal. Oh, hallöchen! Hey, Mercedes. Hiya, Tommy. And how are you? Just fine. Listen, you fancy having love fist? Okay. But just as a favor, I expect returned. Oioioioio, jetzt bin ich auch noch was schuldig. So, jetzt haben wir die Drohung und wir haben Schneckchen. Da werden sich die Röker ja wohl frühen. Na gut, jetzt fährt doch einer hier lang. Aber genau jene elitäre Schnösel, die wir eben schlecht geredet haben. Oh shit. Oh shit. Weiß nicht, Motorräder machen mir immer Angst. Liegt aber vor allem an meinem Fahrstil. Ich gebe es ja zu. Ey, das ist auf Zeit, by the way. Nicht über die Straße rennen, Herr Pulli-Pulli. Warum ist denn das auf Zeit, so eine Sauerei? Aber wir müssen ja eigentlich sowieso nur noch der Straße hier folgen. Wenn ich nichts Blödes mache, und damit muss man leider immer rechnen, dann sollte das passen. Aber solange ich mittig auf dem gelben VIP-Streifen bleibe, sollte mich in der Regel auch keiner anfangen. Das Motorrad liegt noch hier vom Dealer, auch nicht schlecht. Noch keiner geklaut, das Ding. So, und jetzt biegen wir hier nochmal kurz ab. Und dann sind wir auch schon da und haben eigentlich auch noch jede Menge Zeit übrig. Also, Love Fist, ich will ein dickes, fettes Dankeschön hören. I see you later, big boy. Und dafür haben wir zwei Riesen gekriegt. Naja, ein Vermögen ist es jetzt nicht. Aber nehmen, was ich kriegen kann, ohne mich zu beschweren, weißt du? Kann ja nicht wahr sein. Die kriegt man mal ordentlich Kohle. Okay, das Motorrad ist eigentlich ganz cool. Das stell ich mir mal hier irgendwie rein, falls ich es doch mal brauche. Und wisst ihr, was wir machen? Wenn wir schon mal hier sind, gehe ich ans Telefon. How you doing, Mike? It's Paolo again. Look, Tommy, I forgot to mention, we're gonna need some extra muscle for the concert. A bit of security. There's a biker gang led by Mitch Baker. It would be great publicity. Very rock and roll, baby. Sort this out for me, and I'll get you some backstage passes for the gig, alright? Geht klar, können wir drüber reden, ist kein Thema. So, Freunde, wenn wir schon mal hier sind, wir lassen es für heute gut sein. Beim nächsten Mal geht es an dieser Stelle heiter weiter. Wir werden uns was Schönes überlegen, mal sehen, was wir machen. Aber für heute bin ich raus. Danke fürs Zuschauen, haut rein, euer Peter, der Attentäter.